Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zur nächsten Aufnahmerunde von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Ich bin ja persönlich gerade sehr angetan, dass hier augenscheinlich die Speicherstände so funktionieren. Schon 18 Rätsel gelöst? Echt? Krass. Was bisher geschah? Luke und der Professor erreichen schließlich die Villa und treffen auf Baronin Dahlia. Auf einmal erschüttert ein gewaltiges Donnern das ganze Gebäude. Claudia, die Katze der Baronin, ergreift vor dem Geräusch die Flucht. Luke und der Professor sind nun gezwungen, die geflohene Katze zurückzuholen. Aber haben wir die Katze nicht schon zurückgeholt? Sind wir nicht schon bei... Na, Frage nach dem Mord. Ja, haut hin. Ja, fragen wir mal ihn hier. Es wurde ja in den Kommentaren schon geschrieben, dass auf den Butler getippt wird. Matthew, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche suspekten Gestalten in der Nähe der Villa aufgefallen? Ich bin untröstlich. Leider habe ich niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, was der Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Will? Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Einen Moment bitte. Sehen Sie, dies habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Was ist das? Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffe, es könnte ein Hinweis sein, darum habe ich es aufgehoben. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Du bist auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen. Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad? Bei diesem Thema fällt mir ein patentes Rätsel ein. Darf ich vortragen? Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen? Ja, das berühmte Rätseltiming bei Professor Layton. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. Wo genau siehst du gleich neben Abbildung A? Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo muss jetzt der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutest. Was zur Hölle? Ach so, wenn der rote Punkt oben ist und ich das Ding einmal um 180, dann ist der schwarze Punkt links an der Seite. So, das heißt 1, 2, nee, halt, stopp. 1, 2 Zacken rechts vom roten Punkt, also 1, 2... Jetzt bin ich verwirrt. Achso. Wenn wir das jetzt umdrehen, ist er da drüben. Also hier. Hoffe ich. That should do it. Okay, das war falsch. I suppose I thought wrong. Denkt darüber nach, wo sich die Punkte auf der Vorder- und Rückseite relativ zueinander befinden müssen. Natürlich nochmal versuchen. Dumme Frage. So. Also, der rote Punkt ist quasi hier, weil ich habe es ja einmal so rumgedreht. Ist der Punkt hier.
Ich war eigentlich immer der Meinung, ich habe ein relativ gutes räumliches Denken, aber das ist auch wieder falsch. Frankly, I'm ashamed. Manu! Die Scheibe so ist, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat und sie dann umdreht, zeigt die Scheibe eigentlich. Das heißt, theoretisch ist der Punkt hier, weil umdrehen, so. Das heißt. Beim Umdrehen liegt der Zacken quasi der schwarze Punkt quasi 1, 2 Schritte nach links neben dem roten. Also 1, 2 Schritte nach links. Ach so, ich war zu weit unten. Ah! Mal gucken, ob es jetzt geklappt hat. Wie wieder falsch? Will ich mich vereiern? Ich sehe schon die Kommentare. Ah, aber der Punkt muss doch. Bla. Ich verstehe es nicht. Bin zu blöd. Wenn du die Scheibe in Abbildung A umdrehst, bietet sich dir der daneben dargestellte Anblick. Stell dir vor, wo der schwarze Punkt liegt, wenn du die Scheibe umdrehst. Abbildung B ist eine rotierte Version von Abbildung A, also weißt du, dass sich auch die Position des schwarzen Punktes entsprechend gedreht haben muss. Ja. Und zwar habe ich das Ding 1, 2, 3 Schritte nach rechts verschoben. Das heißt, der schwarze Punkt 1, 2, 3 verschiebt sich auch 3 Schritte nach rechts. Aber das war doch auch falsch. Jetzt bin ich gerade echt am Raten. Bin ich mal gespannt. Was? Ich verstehe es nicht. Oh, how embarrassing. Bin ja mal gespannt. Man kriegt ja hier noch so eine kleine Auflösung, wenn man dann das Rätsel geschafft hat. Bin ich ja mal gespannt. Ist hier echt gerade am Raten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie dann gleich die Auflösung ist. Luke, here's my answer. Auch nisch. Ah, I suppose I thought wrong. Weil alles, was mir jetzt gerade im Moment logisch erscheint, ist ja irgendwie falsch. Also, die Punkte hier haben wir jetzt quasi schon abgegrast. Hatten wir den hier schon? Die Auflösung bin ich echt gespannt. Auch falsch. Frankly, I'm ashamed. Meg. That should do it. Das verstehe ich nicht. Stimmt genau. Schau dir die Abbildung an. Wenn man die Rückseite der Scheibe nach vorne dreht, wandern die Punkte auf die gegenüberliegende Seite. Wenn du dir die Lage des gesuchten Punktes auf diese Art verdeutlichst, wird das Rätsel ganz leicht. Hä? Manu.
Ich bin untröstlich, aber leider weiß ich nichts weiteres, was Ihnen Ihren Ermittlungen zuträglich wäre. Machen Sie sich keine Gedanken. Mit diesem Zahnrad haben Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matthew. Ich habe ein seltsames Bauteil erhalten. Yay! So. Gehen wir mal mit ihm hier. Man stelle sich das vor. Ein Mord und das in diesem Haus. Und das wirklich schauderhaft. Sie sind doch Detektiv, oder? Beeilen Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv. Aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt, kein Zweifel. Wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schloss und Riegel ist. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Simon war manchmal etwas herablassend, aber es hat ihn doch niemand gehasst, oder? Wenn der Verbrecher hinter dem Geld meines Bruders her ist, bin ich womöglich als nächster dran. Gut möglich. Wenn wir als Motiv annehmen, dass der Täter hinter dem Vermögen her ist, gibt es so einige Verdächtige. Du lieber Himmel, Sie denken doch nicht etwa, ich hätte etwas mit dem Verbrechen zu tun. Ich habe mich immer sehr gut mit Simon verstanden, allerdings stand der August nicht gerade so nah. Puh, wissen Sie, als der Rede über Familienbande erinnert, all das Gerede über Familienbande erinnert mich an ein interessantes Rätsel. Sechs Brüder sollen sich zum Abendessen an den Tisch setzen. Der älteste Bruder hat die Nummer 1, der jüngste die Nummer 6. Jeder ist mit dem nächstältesten sowie dem nächstjüngeren Bruder verkracht und darf neben keinem dieser beiden sitzen. Außerdem lagen sich Bruder 3 und Bruder 5 neulich dermaßen in den Haaren, dass auch sie sich weigern, nebeneinander zu sitzen. Bruder 1 hat bereits Platz genommen und wartet auf die anderen. Findest du eine Sitzordnung, die keinen Bruderzwist aufkommen lässt? Ach, hey. So. Also, Bruder 5... darf nicht neben Bruder 4 und nicht neben Bruder 3 sitzen. So. 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 So, also das ist der Älteste. So, der nächstjüngere wäre 2, der sitzt da drüben, das ist okay. Der nächstjüngere von... 2 wäre 3, der sitzt da, das ist okay. 3 und 4 sitzen nicht nebeneinander, ist auch schön. 4 und 5 auch nicht, 5 und 6 auch nicht und 3 und 5 auch nicht. Dann sollte das so einigermaßen hinhauen. Hoffe ich. Muss jetzt auch mal ein Rätsel vernünftig lösen. Ah, super. Critical thinking is the key to success. Prima gemacht. Setzt die Rabauken hin, wie gezeigt, dann dürfte Ruhe im Karton sein. Das Spiegelbild der Sitzordnung funktioniert übrigens auch. Endlich eine friedliche Tafelrunde. Ach, das ist also die Lösung. Ich bin froh, dass Sie das Rätsel so mühelos knacken konnten. Allerdings wissen wir dadurch auch nicht mehr über Simons Mörder. Ich versichere Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen Sie und stellen Sie den wahren Täter. Natürlich, ich verstehe Sie gut. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Wir ermitteln weiter. Ich habe ein seltsames Bauteil erhalten. Yay! So, basteln wir mal kurz an unserem seltsamen Dings hier weiter. Wenn er groß bastelt, ist ja da nicht. Der baut ja hier automatisch. So. Falsch. Neue Gemäldeteile? Ah ja. Passen die beiden hier wenigstens zusammen? Nö. War ja klar.